Okay. Sollen wir mal da hochklettern auf die Zitadelle? Vielleicht gibt es da oben was. Man fragt sich, wo ich da am besten hochkletter. Ah, hier. Was will ich hochklettern? Ups. Herum. Nur keinen Fehler machen. Nur keinen Fehler machen. Also rundherum gibt es nichts. Hier gibt es auch nichts. Das heißt, nur dort kann was sein. Oh ja, und zwar ein Schatz. Sehr schön. Soldatenbogen. Oh. Kein Platz. Nein. Müssen wir wieder ein wegwerfen. So, hier. Hey, Michi, servus. Da, jetzt aber. Soldatenbogen, ein mächtiger Bogen, der im Krieg eingesetzt wird. Er ist aus Holz, also pass in der Nähe vom Feuer auf, dass er dir nicht verbrennt. Okay. Mach ich. Oh, sogar 14 Schaden. Oh. Das ist sehr stark. Und hier sollte ich nicht runterspringen. Auch wenn es sehr verlockend ist. Das ist wie bei Assassin's Creed irgendwie so. Aber da ist kein Heuhaufen da unten. Nein, das mache ich nicht. Das kann man wahrscheinlich machen, wenn man diesen Parasegler hat oder wie der heißt. So. Oh oh. Okay, gut. Oh, das war die falsche Dingsbums. Ja. Ich gehöre ja darüber. Oh. Also nochmal zurück in die Arbeit müssen dann, gell? Eieiei. Paragleiter, du Parasegler. Ich glaube, er heißt Parasegler. Ich bilde mir ein, dass es Parasegler heißt. Dieser Michi, wie er mich gleich korrigieren will. Er kommt direkt in den Stream und will mich korrigieren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er Parasegler heißt. Ah, Rolf schreibt auch schon Parasegel, ja. Jetzt sagt er nichts mehr, der Michi. Dieser Rave-Lord. Ah, Rave-Lord, Rave-Lux. Dieser Rave-Lord. Aber nichts mit Parasegler. Ja, meine Güte, ist ja ein. Ist ja, wenn ich mit einem Parasegel fliege, bin ich ein Parasegler, oder? Ja, I-Tüpfelchenreiter, das ist der Rayflux, der ist. Naja.
Ein Eichel. Diese Baumfrüchte liegen oft im Wald auf dem Boden. Eichhörnchen sammeln sie mit Vorliebe. Geröstet füllt sie ein wenig mehr Herzen auf. Okay, da okay. Jetzt müssen wir auch langsam wieder mal kochen. So, schauen wir nochmal hier lang. Allgemein, da war ja noch... Da waren ja noch welche, gell? Hier war nämlich ein Lager, das weiß ich noch. Da bin ich dann weggelaufen. Aber diesmal lege ich mich an mit ihnen. So, hier. Ja, hier direkt auf den Kopf. Upp. Boom. Immer wegfliegen. Zack. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab nichts, ich hab nichts. Ja, ja. Sei nicht so unsympathisch mit dir. Oder gibt's wieder Pizza? Oh mein Gott, was tue ich? Hey, Grillwild, sehr schön. Was haben wir hier? Topfdeckel. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank des dicken Holzes dient er auch als Schild. Auf Dauer solltest du dich aber auch nach robusteren Alternativen umsehen. Okay. Hier haben wir auch wieder ein Wild. Grillwild. Ich bin der sympathischste Kerl überhaupt. Ja, ja. Was haben wir hier? Chili! Isst man sie roh, sollte man sich auf Schmerzen einstellen. Als Kochzutat wärmt sie den Körper, sodass man sich auch nach an kalten Orten mollig warm fühlt. Oh yeah! So. Ich würde ganz gern was nachschauen jetzt. Ich habe ja vorhin einen Baum gefällt. Jetzt würde es mich interessieren, ob der nachgewachsen ist oder... Oder ob der wieder steht. Der steht wieder. Tatsächlich. Da ist der alte Mann wieder. Und die Büsche habe ich auch weggebrannt. Okay, das ist gut. Das beruhigt mich. Und Äpfel gibt es hier auch wieder. Sehr schön. Gut. Nehme ich mal gleich wieder die Holzfäller-Axt. Halte den Baum gleich mal wieder um. Nehme den Apfel. Zack, Holzbündel. So, und wir kochen gleich mal wieder, wenn wir schon, wenn wir hier sind. So. Wir haben ja sehr viel zu kochen jetzt. So, in die Hand. Nein. Hier den Barsch. Und was kann man noch kochen? Eigentlich haben wir gar nicht so viel zu kochen. Oh ja, eine Eichel noch. Ha, so. Und hier Pilze haben wir auch noch und Chili. Okay, kochen wir das mal. Rösteichel, über offenem Feuer geröstete Eichel, deren Süße und Aroma sich voll entfaltet haben.
Röstbarsch. Geröstet schmeckt er weniger fischig und füllt obendrein mehr Herzen auf als im rohen Zustand. Wenn das nichts ist. Ja, wenn das nichts ist. Oha. Oha. Art Remix, danke dir. Das davor kann ich, glaube ich, nicht aussprechen. SNKZX01 Art Remix, danke dir. Servus, servus. Willkommen in der Pfanne. Oder ist das überhaupt ein Wort? Einfach nur eine Abkürzung. Wie geht's, wie steht's? Das ist nicht kochen, nur rösten. Ach so, ja, okay. Ach so, richtiges Kochen kommt erst. Okay, verstehe. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir sind jetzt hier rumgeeiert und hier, hier, hier. Warum ist da ein X? Das verstehe ich nicht. Wegen den Dr. Octopussen-Dingern da, oder wie? Das ist mein Clan-Tag, sorry, ja, kein Ding, du. Mir geht's gut, so halt selbst. Jo, alles super, danke dir. Alles super. Okay, egal. Wir gehen jetzt erstmal da runter. Oder wir forschen mal das Gebiet hier. Ja, machen wir das. Hier müssen wir dann sowieso... Oh, da wird es dann schon kälter. Tatsächlich. Hier ist es unerträglich kalt. Wenn du hier verweilst, wirst du langsam aber sicher erfrieren. Okay, 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 okay. Das ist cool gemacht. Das ist echt cool. Und direkt daneben wachsen Chilis. Alles klar. So, dieses Tor, das ist die magische Grenze. Woher hast du das Sweatshirt? Das habe ich genau hier gefunden. Das war genau hier in der Mitte an der Mauer oben. Da habe ich das Sweatshirt gefunden. Das ist ein DLC-Gegenstand, by the way. Ah, okay. Okay, okay. Na, ich war am Überlegen, ob ich mir die DLCs später holen soll oder im Vorhinein. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich hole sie mir einfach. Dann muss ich es später nicht machen. Aber anscheinend zahlt sich das ja jetzt schon aus. Alleine schon, weil du auch gesagt hast, das ist vom DLC, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Diese Wege. Generell Truhen mit einem X drauf enthalten immer Expansion-Gegenstände. Ah. Also zählt... Ach so, das ist... Dieses X ist also... Na, Moment. Ach so, nein, das ist Game Over. Oh mein Gott, da bin ich gestorben. deswegen das X. Ah, okay, 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 okay. Ja, da bin ich verreckt. Okay, ja, verstehe. Ich wusste das nicht. Oh, da ist ein Häuschen. Ein Eichhörnchen. Könnt ihr das fangen? Weg ist es. Wahrscheinlich muss ich es erschießen. Anders der.
Holy, wie schnell der ist. Spurtechse. Was haben wir hier? Oh, ein Wildschwein. Ich werde es jagen. Ha! Oh, ist direkt ein Fleisch? Yay! Fleisch von den Tieren im Wald, Feld und Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen auf. Oh yeah. Ich fühle mich schon wie ein Jäger. Hier Pilze wieder, nehmen wir immer mit. Gerade dabei, den Meister von der Jägerbande zu killen. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber bitte nichts verraten. Ich spiele das erste Mal Zelda. Also das ist mein erstes Mal hier. Deswegen nur nichts verraten, bitte. Keine Spoilerinos. Mein Gott, ich bin gerade eingeschlafen am Sessel, habe von 3 Uhr bis jetzt gepennt und jetzt ist mein Rücken so am Arsch, dass ich mich nicht bewegen kann. Eieieiei. Warst du... Hä, von 3? Wie geht das? So lange streame ich doch noch gar nicht, oder? Ich habe doch erst um 16 Uhr oder so angefangen. Zack, zack, zack. Ach so, sorry, sorry. Ja, nichts passiert. Ich weiß sowieso nicht, was du meinst. Ich sag's nur zur Sicherheit. Uhr, hast du angefangen. Okay, okay. Das kommt schon hin mit den 3 Stunden. Das stimmt, ja. Ja, stimmt, stimmt. Aber 3 Stunden? Habe von 3 Uhr. Also nichts mit von 3 Stunden geschrieben. Vor allem deswegen. Was rechts oben bei Pikachu? Da müsste es sein. Was? Oh, Bienen. Oh, wow, wow. Ich habe schon eine Idee. Mir ist direkt eine Idee gekommen. Obwohl, warte mal, kann ich die angreifen? Ich kann sie angreifen. Ich habe schon wieder zu kompliziert gedacht. Ich habe schon wieder zu kompliziert gedacht. Ich dachte, ich muss sie jetzt mit meiner Fackel irgendwie ausräuchern oder so. Ich habe schon das Lagerfeuer gesehen und habe mir gedacht, okay, ich nehme meine Fackel und räuchere sie aus. Oder so, damit ich an den Honig komme. Ausdauerhonig. Honig direkt vom Bienenstock. Ist besonders nahrhaft. Wenn man ihn zur Verfeinerung von Gerichten verwendet, verleiht er ihnen den praktischen Effekt, die Ausdauer zu steigern. Ja, keine Ahnung, halt da beim Anfang, wo du die Kugel runterwerfen wolltest. Aber dort bin ich eingepennt. Ist ja kein Problem. Wenn man müde ist, muss man schlafen. So ist das, so ist das.
So, gut. Und Schmetterling fange ich mir. Oder auch nicht. Oh, was haben wir hier? Da blinkt was. Ist das ein Pilz? Ja. Spurtling. Dieser Pilz ist oft an schroffen und isolierten Orten wie Steilhängen oder Höhlendecken zu finden. Als Kochzutat erhöht er die Geschwindigkeit. Okay. Kann ich verstehen, dass du daheim fällst, so wie Tommy sich in dem Spiel anstellt. Ach komm, das ist immer nur am Anfang. Am Anfang bin ich immer ein bisschen. Weißt du, das ist so. Machen wir schon irgendwie. Kannst sämtliche Kisten zerbomben, sind Äpfel drin. Für Tiere solltest du dich anschleichen. Okay. Stimmt, jetzt habe ich ja Bomben. Nein, das war es nicht. Das wollte ich. Das wollte ich vorhin schon probieren. Gut, dass du mich erinnert hast. Puff. Okay, da war nichts drin. Oh ja, Holzpfeile. Und eine Eichel. Apfel. Brauche ich nicht. Was blinkt hier? Holzpfeil. Sehr schön. Wie lautet dein Switchcode? So. Stimmt, das Gameplay lässt sehr zu wünschen übrig. Ach Leute. Ach Leute. Euch kann man doch nie zufriedenstellen. Ihr seid ein schwieriges Publikum. Na, ist halt. Ich muss schon sagen, es stimmt. Ich nehme dann später die Freundesanfrage an. Ich muss schon sagen, ich habe mich schon stellenweise blöd angestellt. Das muss ich ehrlich zugeben. Zum Beispiel beim ersten Schreien, das geht überhaupt nicht. Das war eigentlich, ich weiß nicht, ich habe da viel zu kompliziert gedacht. Da einfach nur diesen Magnet-Dingsbums verwenden sollen. Das war einfach nur doof. Ich habe halt auch überhaupt nicht dran gedacht, keine Ahnung. Ey, Roland, servus! Servus, servus, Roland. Wie geht's da? Alles gut? Huhu. Schleichwürmchen. Diese Insekten leuchten nachts. Als Medizinzutat erhöhen die fluoreszierenden Komponenten ihrer Körper die Konzentration und ermöglichen eine leisere Fortbewegung. Okay. Und weg sind sie. Einen habe ich gefangen. Geil. Oh, der alte Mann ist da wieder. Ausdauerling, ein grüner Pilz, der oft in der Nähe von Bäumen wächst. Er speichert die Energie der Erde und füllt dadurch als Kochzutat die Ausdauer auf. Sehr gut. Noch ein Ausdauerling, sehr schön. Ich habe mittlerweile schon so viel gesammelt. Hier wieder ein paar Eicheln. Nehmen wir. Bei dem Stein war ich gerade vorhin. Ja, da waren die Pilze oben. Hier haben wir wieder ein Lager. Okay. Aber ich schaue zuerst mal beim Häuschen vorbei. So, hier. Oh.
Eine Heugabel, traditionelles Bauernwerkzeug zur Beförderung von Heu. Leicht genug, dass auch alte Väterchen es noch haben können. Vorsicht mit den spitzen Zacken. Okay, okay, wir sind vorsichtig. Huhu. Das kann ich heben. Was? Ach so. Oh. Das ist ja nichts zum... What? Oh mein Gott, wie geil ist das? Das werde ich gleich verwenden. Die Heugabel. So, der alte Mann ist wieder da. Topfdeckel. Da haben wir wieder einen Topfdeckel. Und eine Fackel. Hier, reden wir gleich mal mit ihm. Die 20 Minuten bei der Kiste waren doch Unterhaltung pur. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war so schlimm, keine Ahnung. Hab gehört, Tommy macht einen Zelda Speedrun. Ja, ja, klar, klar mache ich das. Aber wo, Tommy, Hauptsache du streamst wieder regelmäßig. Ja, das sowieso. Also das habe ich ja mir sowieso vorgenommen. Und ja, also ich schaue, dass ich wirklich jeden Tag streamen kann. Bis auf diesen Freitag wird es leider nichts. Diesen Freitag und eventuell Samstag wird es nichts. Also Freitag, Samstag werde ich wahrscheinlich nicht streamen. Aber ansonsten sieht es gut aus. Ho, 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 so sieht man sich wieder. Was machst du da? Ich wollte gerade schlafen. Tut mir leid, aber ich fürchte, das Lager brauche ich heute selbst. Wenn du auf meinem Lager schlafen möchtest, dann mach das doch bitte, wenn ich es nicht selbst benutze. Okay. Das ist ein Lager. Röstapfel. Ausdauer legen. Nehmen wir ihn einfach. Dein ganzes Gemüse weg. Zack, zack. Alles meins. Puff. Jetzt mal die Möbel kaputt hauen. Danke für die Chili. Oh, Holz verlagst. Das ist immer gut. Eine zweite wäre eh nicht schlecht. So. Aber ich nehme sie gleich. Ich nehme sie gleich. So, Tagebuch des Alten. Das scheint das Tagebuch des Alten zu sein. Lesen oder nicht lesen? Wir sind einmal so frech und lesen, ja. Auf diesem einsamen Plateau ist meine einzige Freude das Kochen. Heute ist es mir endlich gelungen, das ultimative Gericht zu kreieren. Ich nenne es den scharfen Grillteller. Diese Mahlzeit stellt nicht nur verlorene Kraft wieder her, sondern wärmt den Körper auch in größter Kälte von innen. Solange man sie vorher verzehrt, kann man auch ohne dieses ungemütliche Winterwams in die verschneiten Berge. Weiterlesen. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Rezept nicht sofort aufgeschrieben. Zwei der Zutaten waren Wild und Chili. So viel weiß ich noch. Leider fällt mir der Rest nicht mehr ein. Es waren aber weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ich werde wirklich langsam alt. Wenn doch nur jemand käme, der mir auf die Sprünge helfen könnte. Mir ist klar, dass auf diesem einsamen Plateau die Chancen auf ein zufälliges Treffen mit Hobbyköchen gering sind. Dabei würde ich für einen Hinweis zu den fehlenden Zutaten sogar mein Winterwams hergeben. Oh. Oho. Okay. Das heißt, er hat gesagt,
Chili und Wild waren dabei. Und das zweite war, also die anderen zwei waren weder Pflanze, Pilz. Und was war das dritte? Warte mal. Ja. Es war zwei, war Wild und Chili. Pilz, Pflanze, noch Geflügel. Okay. Das ist schwierig dann. Vielleicht Gras? Na, Pflanze, ja. Weder Pilz, Pflanze noch Geflügel. Ah, dann wahrscheinlich Monsterdinger, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oder vielleicht eine Spurhexe? Der Schleimgelee? Ah, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Ich kümmere mich mal um die. Ups. Nein. Ich wollte gerade irgendwas wegschmeißen. Schmeißen wir. Ja, schmeißen wir hier gleich das weg, ja. Was ist dir lieber, Zoll, Stopp oder Maßband? Ich sag Maßband. Huhu. Gott Brad, Servus, Schnitzel, Schnitzel ist immer gut, da sagst du was. Das stimmt. Kann ich nur zustimmen. Warten. Aber wie kann ich ihm das sagen? Wie kann ich dieses Rezept rausfinden? Das ist halt eine gute Frage. Na gut, egal, 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 egal. Wir machen jetzt mal das hier weiter. Ich teste das einfach mal mit dem. Du siehst mich nicht. Das ist nix. Ein bewegendes Fass, was kann das nur sein? Erster Run, ja. Gerade erst heute begonnen. Huhu, die Eule. Huhu. Okay. Oh, shit! Ah, die schlafen. Die schlafen? Nein, nein, ist nix. Scheiße. Ah, komm. Ich hätte es auf ihn werfen sollen. Schade. Weg von mir. Wow, ich wollte gerade wegspringen. Einmal mit der Hand Ohrfeigen. Eine links, eine rechts. Direkt schön slappen. Und was? Na, Zollstock ist viel geiler und stabiler. Keine Ahnung, also. Ich finde Maßband eigentlich ganz cool. Aber was ist das für eine Frage überhaupt? Ich meine, ist ja nicht so, dass ich jetzt jeden Tag ein Maßband in der Hand habe. Nehmen wir das alles, nehmen wir.
Warum hat es den zweiten nicht mitgerissen? Skandalös! Boah, ich muss schon so viele von den Hörnern haben. Hier Grillwild, sehr schön. Kann man auch immer mitnehmen. Zollstock ist halt auch eher Umgangssprache. Sprache geht auch schneller zu sprechen. So, jetzt schauen wir mal die Truhe. Was haben wir da Schönes drin? Wurfspeer, eine besonders effiziente Wurfwaffe. Lässt sich dank ihrer speziellen Gewichtung deutlich weiter werfen als gewöhnliche Lanzen. Okay, aber ich habe wie immer keinen Platz. The story of my life. So, dann schmeißen wir den direkt weg. Weg damit! So. Okay, schauen wir, ob das funktioniert. Es funktioniert. Oh, eine Truhe sogar. Sehr schön. Bombenpfeil. 5 Pfeile mit Sprengstoff. Sprengstoffspitze. Hä? Warum habe ich jetzt Pilze gelesen? Ich denke mir, hä? Sprengstoffspitze, die für den Kampf gegen Monster erfunden wurden. Beim Aufprall verursachen sie weitflächigen Schaden. Sehr schön. Sprengstoffspitze. Alles in dem Spiel funktioniert, das stimmt. Lecker Sprengstoffpilze. ich sammle die ganze Zeit Pilze, das hat sich irgendwie so in meinem Kopf gerade verankert. Jetzt ist die Frage, jetzt muss ich kochen, oder? Ich komme da ja sonst nicht hin. Warte mal. Ach, was drücke ich denn? Was drücke ich denn? Ich will die Karte, genau. Das Ding ist... Oh mein Gott. Ist das Ding schon in den Bergen? Da kann ich darüber. Da muss ich jetzt direkt schauen.